Das mache ich gerade mal. Das skill ich mal. Das werden wir nämlich auf jeden Fall noch brauchen. Das ist ganz nett. Da können wir dann nämlich Ressourcen zwischen den einzelnen Siedlungen hin und her schieben. Das ist gar nicht so schlecht. Werden wir sicherlich brauchen. Also 100 Pro werden wir das brauchen, weil ansonsten müssen wir immer alles ins Inventar lagern und dann Schnellreise zurück machen und dann hin und her und hin und her. Das wäre ja auch nicht so toll. Da ist mir das auch lieber, weil ich meine, das lädt natürlich auch mal ein gewisses Zeitchen und ja. Alles klar, soweit. Wir haben immer noch unsere TP-Trefferpunkte hier. Ach, guck mal, hier ist die Brücke von vorhin. Achtung, der Hund ist noch tot, richtig? Willst du nicht wegfliegen? Was wollte ich sagen? Genau, unser Leben ist immer noch so komisch begrenzt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen genauer mich erkunden. Aber gut, vielleicht kriegen wir das ja so noch mit. Also ich glaube nicht, dass sie... Moment. Ein Händler. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Hey. Meine Rüstungen haben schon viele Ödländer gerettet. Klar, ich schau's mir an. Es gibt nur das, was du hier siehst. Okay, abgenutzter Filzhut, Champion, linker Arm. Aha, was ist das? Wert 591. Heilige Schande, meine Güte. Ein paar Patronen, die brauchen wir an sich allerdings nicht. Hier haben wir Rüstung so ein bisschen. Bin ich das nur vergleichen könnte mit dem, was ich habe? Moment. Das kann ich aber doch eigentlich, oder? Ich sehe halt hier nicht, für was das ist, weil da vorne dran steht, inwiefern das verbessert ist, sehe ich da hinten leider nicht mehr, was es ist. Wobei, ich sehe es ja hier. Hier haben wir zum Beispiel 7 Schadenresistenz. Hier nur 5. Und das kostet 35. Ich meine, das wäre verkraftbar. Leichtbau, Metallrüstung. Achso, aber allgemein Metallrüstung. Oh ja, das wäre allgemein nicht schlecht. Hier Lederrüstung. Nee, das bringt uns nicht so viel. 97 kostet allerdings. Aber das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Wir haben hier eine ordentliche Resistenz. Ja, hier, wenn ich schaue, das ist hier die Raiderrüstung. Und eine Metallrüstung schaut auch um einiges besser aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja, dann kaufe ich die mal. Wir könnten natürlich eigentlich auch, ja, mal kurz abbrechen und mal in die Pip-Boy, in die Skill-Tabelle. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Weil ich kann doch hier irgendwie, Control. Nee. Vorheriger Rang geht nicht. Alt. Hä? Wie soll ich das verstehen? Ach so, da kann ich nur die Ränge durchschauen. Au, ach so. Ach so, umskillen kann ich allerdings leider nicht. Alles klar. Okay. Lucas, Hab ich habe die verstanden. besten Rüstungen weit und breit. Klar, ich schau mal, was du hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Wobei, weißt du was? Wir können uns mit dem unterhalten. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was rausschlagen, wenn ich gerade mal. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich ziehe gerade mal meine schmutzige Armee-Uniform an. Aber steht hier Stä und Beweglichkeit. Sonnenbrille, Unterhemd und Jeans hat gar kein Charisma, alles klar. Wo ist denn? Ah, hier ist sauberer schwarzer Anzug, 2 Charisma. Alles klar. Lucas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Ich überlege es mir mal. Verstehe. Na okay, wir können mit Hey, dem Lucas, ich habe nicht die wirklich beste viel Rüstung reden. weit und breit.
Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Ja, das stimmt schon. Alles klar. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch... Ah, nee, das ist aber eine Raider-Rüstung. Alles klar, wir wollen die Metallrüstung. Guck mal, das kostet jetzt nicht mehr 97, sondern 85, weil wir uns mit dem unterhalten haben. Oder einfach nur wegen Charisma. Ja, sieh mal einer an, ne? Da haben wir noch ein bisschen was rausgeschlagen jetzt. So, dann hier Metallrüstung. Rechter Arm und rechtes Bein. Mehr hat er an Metallrüstung leider nicht. Oh, reduziert den... Durch Supermutanten verursachten Schaden um 15%. Ah ja, okay. Also brauchen wir, wenn wir gegen so ein Riesenviech mal kämpfen. Ah, das kostet 315, das ist mir ja viel zu teuer. 147 kostet jetzt unser gesamter Einkauf. Ich glaube, das geht. Das geht doch, oder? Was haben wir hier sonst noch? Oh, Beweglichkeit und Wahrnehmung. 11.755, ja. Auf jeden Fall, ist ganz einfach, hab ich gleich. Also, ist kein Problem für mich. Ja. So, ihm könnten wir mal hier eine von den Laserpistolen verkaufen. Kommen wir noch ein bisschen besser weg. Kleidung, Hilfsmittel, diverses, hier Schrott. Ne, gut, dann, gehe ich mal auf Annehmen und Handel bestätigen. So, gut. Und, ach, Moment, wir können ihm... Lukas, ich biete Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, dass ich mir eigentlich jetzt meine alte Rüstung verkaufen kann. Kleidung. So, wir haben rechtes Bein. Ach, scheiße, rechtes... Wie soll ich denn jetzt rausfinden, was das rechte Bein ist hier? Ah, Mann. Ah, Moment. Das machen wir ganz einfach. Erstmal lege ich die Metallrüstung an. Metallrüstung, Harnisch, Metallrüstung, bla bla bla. So. Das brauchen wir. Nein. Das mache ich mir jetzt mal ganz einfach. Alles klar. Also, das, was wir jetzt nicht angelegt haben, mit Rüstungen, das können wir alles verkaufen. So. Komm. Lukas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Ja. Das hast du schon mal gesagt. Sag mal, was du so hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. So, das tut mir natürlich leid, dass das jetzt ein bisschen länger... dauert, aber so kriegen wir wieder ein bisschen Geld zurück und hier, guck mal, eine Ushanka können wir loswerden. So, annehmen, bestätigen, wunderbar. So, dann können wir an sich auch weitergehen. Also, was ist, wenn ich jetzt mit ihm hier rede? Nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja. Hallo. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ah, je. Hi. Muss arbeiten. Das ist ja traurig, Mensch. Oh oh. Was höre ich denn da? Zumindest ist es ehrliche Arbeit. Holy moly. Oh, Entschuldigung, bin ich gerade ins Mikro gekommen. Wo kommt das her? Und warum ist das hier so... Was blendet hier denn so? Was ist das? Wo kommen diese... Das sind doch Bomben. Waren das doch, hör mal. Und hier ist voll das komische Licht. Ich sehe hier kaum noch was. Wie soll ich das verstehen? Bleib auf den Straßen. Dann ist deine Überlebenschance größer. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Oh, guck mal. Sie hier sieht was oder was? Nee. Ich schau mal da runter. Vielleicht kam das von da. Nee, anscheinend nicht, ne? Also, hier ist so neblig einfach, ne? Ich merke, wie du dich ansiehst.
wollte damit nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, sondern wollte es nur erwähnt haben. Okay, ich sehe dich zwar eigentlich gar nicht an, aber naja. Okay, dann, dann sind wir hier eigentlich... Auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Also, was heißt fertig? Eigentlich sind wir hier gar nicht fertig, aber irgendwie, ist das ja mit den Raidern so ein bisschen komisch hier, was die von mir wollen. Weil ich halt nicht weiß, die müssten schon konkreter reden, ne? Oder wir müssten einfach warten, bis sie überfallen werden. Aber ich glaube, da können wir lange warten. Vor allem glaube ich, dass man das nicht wirklich beobachten kann, wie das passiert. Oder ich weiß, ich meine, ich kenne mich ja noch nicht so gut aus hier mit dem Spiel, ne? Aber ich glaube, so tiefgehend ist es dann nicht, oder? Oder vielleicht doch? Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, dann würden die nämlich auch draufgehen da dran. Oder? Ich kann's nicht sagen. Aber eins kann ich sagen, ich weiß nicht, was hier weitergeht, also was man jetzt hier machen müsse. Weil ich würde das natürlich schon ganz gerne machen mit den neuen Siedlungen und so, aber irgendwie... Ja, irgendwie ist das nicht so, ha? Huh? Ach, guck mal, hier kann ich natürlich auch alt und schön zielen, ha? Huh? Das ist echt eine extrem coole Waffe. Das ist ja eigentlich auch nur eine Sniper, aber, also man hat ja vorhin gesehen bei dem Roboter, das hat sich schon gelohnt, ne? Also, die Waffe hier zu benutzen, die hat schon ordentlich Damage reingehauen, ne? Wir haben ja jetzt auch gar nicht so wenig Munition dafür. Warte, wie viel haben wir hier? 151, beziehungsweise 160 Schuss haben wir noch dafür. Also das ist doch nicht schlecht, ne? Und ich meine, wir finden davon natürlich auch immer mehr Munition und so. Also, ja. Ich bin schon ganz zufrieden, ne? Hahaha. Ich frage mich aber echt, ich würde das so gern machen mit den neuen Siedlungen, ansonsten haben wir jetzt auch nicht so viel zu tun eigentlich. Weil ich meine, durch die neuen Siedlungen kriegen wir natürlich auch mehr Rohstoffe und so, dass wir insgesamt auch mehr ausbauen können. Wir könnten uns allgemein mal so ein bisschen um Energie kümmern bei uns zu Hause. Das könnten wir eigentlich mal machen, dass wir zum Beispiel Licht haben. Oder was weiß ich, das war Wasseraufbereitungsanlagen, sowas gibt es auch noch alles. Das ist alles noch sehr umfangreich, auf jeden Fall. Ja, die stehen jetzt alle hier rum. Ach, guck mal, hier war noch eine Wache. Hat sie vielleicht was anderes? Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Wie viele Karawanenwachen sind denn da jetzt noch? Entschuldigung. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Entschuldigung, das musste mal sein. Okay, nein, das lade ich natürlich. Sowas will ich hier nicht. Aber ich will den töten. Und tot ist er. So, da haben wir ihn noch, den Lukas Miller. Heute kann man viele Kronkorken verdienen. Warte mal kurz. Ich probiere mal gerade was aus. Ich ziehe mal meinen Anzug an. Jetzt hat er automatisch gespeichert, okay. Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ach, guck mal, jetzt ist er freundlicher. Dann ist deine Überlebenschance größer. Hallo. Eine Bewegung und du bist tot. Ja, ist ja gut. Ihr mit eurem Gerede da. Moment, hier, so. Ja. Guck mal, es wird wieder schön hell. Was machen wir mit den Raidern?
von denen wir nicht wissen, wo sie sind. Was sie wollen. Gut, was sie wollen, wissen wir. Aber wir wissen nicht, wo sie sind. Wir haben keine Ahnung. Ja gut, aber ich wollte sowieso mal eine Aufnahmepause machen und dann kann ich die Gelegenheit ja mal nutzen, um vielleicht mal nachzuschauen. Tut mir natürlich auch leid, dass ich öfters mal nachschauen muss, aber ich werde einfach mal nachschauen. Ich werde mich nicht spoilern lassen, keine Sorge, ich werde einfach nur nachschauen, was wir machen müssen hier für Ten Pines Bluff, weil ich meine, die haben uns ja nur gesagt, dass irgendwelche Raider sie bedrohen. Aber ich meine, ne? Das war alles, was sie gesagt haben. Das ist nicht wirklich sehr konkret. Gut, ja, dann würde ich sagen, mache ich hier eine Aufnahmepause. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Ja, lass mich bitte ausreden. Ich bin mich gerade am Verabschieden. Also gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.